So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt heute mal wieder ein Maskenvideo. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe mir heute Morgen auch schon alles aufgebaut und wir haben uns auch mal ein bisschen ein kleines Ringlicht besorgt, in der Hoffnung, dass es hier ein bisschen heller wird. Weil ich fand es im letzten Video doch schon ein bisschen dunkel immer hier in der Ecke. Aber ich habe jetzt mir so ein kleines Ringlicht besorgt. Und zwar aus dem Video von diesem Laden Alle Hopp. Ja, das ist ja so ein, ich sag mal, wie so ein Amazon günstig Markt, wo man alles kaufen kann. Also so ein Laden, die so ganz viele Artikel haben, die man sonst nur bei Amazon bekommt. Und da sind wir erstmal reingegangen und haben eine Ringleuchte besorgt, damit das hier so ein bisschen heller wird. Ja. Dann habe ich mir eine Maske gekauft hier bei Carrefour. Ich glaube, ich habe euch die in dem letzten Video schon gezeigt irgendwann. Das ist eine Vitamin C Maske von Garnier. Das ist diese hier. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich werde auch mal wieder hier starten, jetzt zu dieser Jahreszeit hin. Ich kann das hier auch ganz gut gebrauchen, so Feuchtigkeit und alles Mögliche. Und Vitamin C Maske von Garnier habe ich generell noch nie gehabt. Ich glaube, ich habe auch noch gar keine Vitamin C Maske von irgendeiner Drogeriemarke gehabt. Ich hoffe, dass ich vertrage. Denn bei Vitamin C und Retinol ist das ja mal bei mir so eine Sache. Ne? Wir schauen mal. Ich werde gleich mal auf die Maske eingehen. Ich habe mir aber erstmal schon das Handy rausgesucht, um euch dazu was zu sagen, was auf einer Drogerieseite steht. Jetzt mache ich aber etwas, was ich immer mache, bevor ich eine Maske auftrage. Und zwar gebe ich erstmal meine Aveen Augencreme auf als Base. Das mache ich immer. Also ich bin ja jetzt frisch gewaschen sozusagen und werde mir hier das erstmal auftragen. So, das ist meine Aveen Augencreme. Das ist der Nachfolger von der, die ich auch jahrelang vorher benutzt habe. Ja, die haben sie aus dem Sortiment genommen. Und da musste ich was Neues finden. Ah, die habe ich jetzt drauf. So, dann mache ich mir Hyaluronsäure auf die Haut. Das mache ich immer. Egal, was ich für eine Maske verwende, kommt meine Dr. O Hyaluronsäure auf die Haut. Immer und immer, egal, was ich auf die Haut aufbringe. Ich gucke heute direkt auch hier in die Kamera. Ich habe meinen Spiegel vergessen, aber ich glaube, den hole ich mir noch. Sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht so gut mit dem Auftrag. So, jetzt habe ich mir meinen Spiegel auch geholt. Im Moment probiere ich es auch mal aus, wie das ist, wenn ich meine Kopfhörer reinmache. Ob dann eventuell das nicht ganz so halt, weil ja die Räume hier, dadurch, dass hier keine Teppiche sind und so, doch immer so ein bisschen halt überall. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute auch meine AirPods rein. Und gucke mal, ob das dann besser von der Klangqualität und der Sprache rüberkommt bei euch. Genau, so, jetzt habe ich Hyaluronsäure aufgetragen, aber ich trage immer noch mal ein bisschen pur hinterher. So, aufpassen, dass ich hier nicht gehen komme, haue ich meine Kopfhörer raus. So, und trage meine Lippencreme auf. Ich habe euch das, glaube ich, schon noch in unserem Haus erzählt immer, dass ich hier von Frau Dr. Jetzke die Repair Cream habe. Das ist eine absolut gute Creme bei rauen Ellbogen, rauen Stellen und so weiter. Und das ist meine Lippencreme hier wieder geworden. Das ist ganz sparsam im Gebrauch. Wie viel ist hier eigentlich drin? 50 Milliliter als Lippencreme werde ich da ewig mit hinkommen. Auf alle Fälle mindestens ein Jahr. So, jetzt gibt es also die Garnier Skincare Vitamin C Maske. Hier steht alles auf Spanisch drauf. Ich habe mir deswegen mal die Seite auf DM aufgemacht. DM hat die nämlich auch. Da sieht die ganz genauso aus. Könnt ihr hier auch sehen. Das ist nichts anderes. Das ist genau dieselbe Maske. Und ich habe mal geschaut, was hier drauf steht. Also eine Vitamin C Tuchmaske. Sie enthält Vitamin C und Hyaluronsäure. Also beides finde ich schon mal sehr gut. Anwendung, na klar, auspacken, auftragen und so weiter. Gibt es hier noch irgendwelche Informationen? Intensive, reichhaltige Pflege sorgt für ebenmäßige und geschmeidige Haut, geeignet für die sensible Haut. Na, das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, dass ich das auch gut vertragen werde. Garnier ein Green Beauty im Übrigen. Mehr soziales Arrangement, mehr Einsatz von recycelten Materialien. Umweltfreundliche Formeln, mehr Einsatz von erneuerbaren Energien. Na gut, okay. Die Maske ist biologisch abbaubar. Guckt mal, das ist ja cool. Ich werde euch das hier mal mit einblenden. Ich mache wieder Screenshots und werde euch das hier mit ins Bild reinsetzen. Also biologisch kompostierbar. So, und ansonsten haben wir hier eigentlich nichts weiter. Ich gucke mal, was DM hier noch schreibt. Aber vielleicht machen wir das erstmal so,
dass wir sie auftragen. Die kostet im Übrigen 1,95 €. Das ist ein erschwinglicher Preis, nehme ich mal an. So, hier brauche ich gar nicht drauf gucken. Irgendwas lesen kann ich eh nicht. 15 Minuten, das erkennt jeder, ne? Da steht es dann drauf. Und jetzt mache ich die einfach mal auf. Schau mir auch mal an, wie gut getränkt die ist. Ja, die Uhr läuft, also die Kamera läuft. Nicht, dass ich hier Quatsch schon eine Maske auftrage, habe ich alles schon gebracht. Gucke nicht und hinterher war die Kamera nicht angegangen. So, oh, die ist sehr gut getränkt. Ist ohne viel Umverpackung. Also ich finde es ja gerade bei diesen Tuchmasken komplett unnötig, wenn die dann noch mal in einem Vlies und dann womöglich noch mal in einem Kunststoff Gedöns eingepackt sind. Also wozu? Da muss das Serum in dieser Tüte hier sein, in dieser Verpackung, und da muss man die rausziehen können, auftragen können. Da brauche ich nicht noch extra Plastik und noch irgendwas anderes. Man denkt ja immer wahrscheinlich so als Firma, ich weiß es nicht, dass das besser ist, dass man die besser auseinander bekommt. Aber auseinanderfummeln muss man die so oder so. Ne? Gebt ihr mir recht? Schreibt es mir gerne drunter, wenn ihr mir recht gebt, weil auseinanderfummeln muss man das Ding eh und gucken hier, wo oben und unten ist und hinten und vorne. Eigentlich ist es egal, die ist ja durch und durch getränkt. Ich gucke auch gleich mal, wie die ist. Ich habe ja eigentlich ein relativ ja, großes Gesicht. Also ich bin jetzt nicht nur jemand, der so ein ganz kleines Gesicht hat. Ich muss mir irgendwas für meine Haare einfallen lassen für die Zukunft. Das geht nicht mehr, weil mir immer die Haare ins Gesicht fallen. So, jetzt stehe ich aber nicht mehr auf. Was ich jetzt vergessen habe, war die Schere zum Einschneiden für die Nasenflügel. So, erstmal richtig hinziehen alles. Die sitzt sehr gut. Was ich immer gut finde, ist, wenn die, Moment, wenn die hier eingeschnitten sind und man die dann praktisch so überlappen kann. Das heißt, wenn einem das irgendwo zu groß ist, dann kann man das so drüber falten. Ja, hier unten sitzt sie auch sehr gut. Also vom Sitz her finde ich sie schon mal super. Hier müssen wir jetzt gucken. Wie gesagt, hier liegt natürlich keine Schere, weil das ist der Platz meines Sohnes. Ich habe gerade mit meinem Mann überlegt, ob ich mir bei Jysk noch so ein kleine, so eine Wandkonsole kaufe, wie früher mein Schminktisch im alten Haus war. Und zwar gibt es das nochmal nicht mit Aufsatz, sondern einfach nur die untere Konsole und die dann an die Wand gestellt. Dann könnte ich auch mal im Schlafzimmer drehen zu Uhrzeiten, wo vielleicht mein Sohn hier sitzt und ich hier dann nicht einfach mal ran kann. Ich gucke ja schon immer, dass ich meine Sachen morgens abdrehe und der dann halt noch ein bisschen schläft. Ne? Es ist jetzt morgens, wenn ich die Maske auftrage. Ich hoffe, dass dieses Video hier auf den Dienstag dann bis Mittag drin ist. Eigentlich wollte ich das schon gestern abdrehen. Leute, ich sag's euch. Da war ich auf Instagram und dann kam aber ein tolles Video von einer anderen Instagramerin, die erklärt hat, was im Moment für Hacker unterwegs sind, mit welcher neuesten Masche. Und dann haben wir uns das erstmal angehört und dann hat meine ganze Familie mitgerätselt und geraten, hier mein Mann und mein Sohn, wie der das wohl gemacht hat. Wahrscheinlich hängt es irgendwie auch zusammen mit dem neuen iPhone und mit dieser neuen Technik, damit dieser Ausschneidetechnik und und. So, jetzt setze ich mir wieder die Brille auf. Und jetzt gehen wir erstmal zur Produktbeschreibung. Gesichtsmaske in Tuchform, prima. Revitalisiert die Haut und spendet Feuchtigkeit. Also mit Vitamin C und Hyaluronsäure, finde ich, ist eine super Mischung. Also ich finde, Vitamin C gehört eigentlich fast in jede Maske rein, egal ob ich jetzt eine Retinolmaske mache, Vitamin C oder irgendeinen anderen Gedöns. Ne? Also ich finde das immer gut. Verleiht einen Glow-Effekt. Ich gucke nachher erstmal, weil mit diesem Glow-Effekt, da kann ich meistens immer nicht viel sehen, aber ich sehe immer, ob die natürlich in meiner Haut ganz viel Feuchtigkeit gespendet hat. Aber das wird so sein, das merke ich jetzt schon. Das ist einfach richtig gut getränkt gewesen. Wir gucken auch gleich in die Tüte rein, ob da noch Serum drin ist. Optimal für die Bedürfnisse sensibler Haut. Also die Vitamin C-Tuchmaske von Garnier Skincare Active pflegt sensible Haut, tiefenwirksam und versorgt sie dank Hyaluronsäure intensiv mit Feuchtigkeit. Revitalisierendes Vitamin C bringt müde Haut zum Strahlen und sorgt für einen sofortigen Effekt. Das Ergebnis: spürbar gepflegte Haut und Gesichtszüge, die sichtbar aufgeweckter erscheinen. Das ist klar, die Hyaluronsäure spendet natürlich sehr viel Feuchtigkeit, Vitamin C, ne? Das ist auch so ein bisschen für die Kollagenbildung, für die. Ich habe es mir gleich mal rausgesucht. Ich habe ja das Handy in der Hand. Was macht eigentlich Vitamin C? Vitamin C unterstützt die Haut bei den wesentlichen Funktionen.
und trägt auf verschiedenste Weise zu einer gesunden, schönen Haut bei. Es ist auf alle Fälle ein Antioxidant, das habe ich euch schon ganz oft erzählt. Das macht freie Radikale unschädlich. Freie Radikale sind das, was unsere Haut altern lässt und sie alt erscheinen lässt. Ist natürlich am Kollagenaufbau, wie ich eben kurz erwähnt habe, mit dran beteiligt. Also auch das. Und so sorgt es für eine glatte Haut mit weniger Fältchen. Jawohl, das ist das, was zu Vitamin C zu sagen ist. Es reduziert aber im Übrigen auch noch Pigmentflecke. Ne? Also gerade Vitamin C ist ja noch so ein Produkt, was ich generell morgens auch immer anwende. Das wissen viele, die mir folgen und Beauty Mates kennen. Ich nehme immer den Pore Minimizer und da sind ja nochmal 12% Vitamin C drin und Niacinamid. Und deswegen nehme ich das immer und auch gerade hier. Sicherlich, ich bin braun geworden. Ich habe aber auch mehr Sommersprossen bekommen. Sommersprossen ist eine Hyperpigmentierung. Aber das kann ich nicht vermeiden. Das werde ich auch mit einem Vitamin C Produkt nicht aufhalten können oder komplett verschwinden lassen, weil ich auch im Winter in Deutschland, wenn ich euch manchmal Foundations gezeigt habe, die so sehr natürlich sind, habe ich euch immer gesagt, selbst meine ganz wenigen Sommersprossen, die selbst im Winter noch zu sehen sind, kann ich dadurch erkennen, ja. Und deswegen, also bei mir ist das so, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen verschwindet und irgendwie nicht mehr da ist, ne? Ja, auf alle Fälle ist das ein schönes Produkt, da werden wir mal gucken, steht hier eigentlich sonst noch irgendwas mit dabei, ich gehe noch mal kurz rein. Hier steht auch noch mal Verwendungshinweise, sollte zunächst, also erstmal sollte man das Gesicht reinigen, das habe ich ja gemacht, habe ich euch mit eingeblendet. Und dann, wie gesagt, auseinanderfalten, auf das Gesicht legen, straff an die Konturen anpassen, Vitamin C Maske 15 Minuten einwirken lassen und nach der Einwirkzeit vorsichtig aus dem Gesicht nehmen. Verbliebene Rückstände können auf der Haut nach der Anwendung einmassiert oder mit einem Wattepad entfernt werden. Genau, das kann man machen. Ich entferne das meistens nicht. Ich versuche das dann immer einzuarbeiten. Das finde ich die bessere Variante. Und ja, deswegen, ich drücke das immer schön rein zwischendurch. Man merkt dann auch schon, wie die anzieht, dass die gut aufliegt. Also wie gesagt, und das hier eigentlich mit Schere. Ich hoffe, dass ich mal irgendwann wieder einen geordneten Arbeitsplatz hier habe. Und den Hals habe ich jetzt natürlich nicht mitgemacht. Ach, jetzt gucken wir erstmal rein oder das machen wir hinterher, was da noch an Serum drin ist. Also das interessiert mich ja immer. Ich finde immer, bei guten Masken muss noch genug Serum mit drin sein, dass man es zumindest danach auf die Haut auftragen kann oder eben, oh ja, da ist noch was drin. Manchmal fülle ich es sogar um, wenn ganz viel drin ist, aber das machen wir hinterher. Dann gebe ich das dann auf meine Haut drauf, ja. Mal gucken. So, jetzt lasse ich die noch ein bisschen einziehen und werde mich dann gleich bei euch melden. Die wird jetzt leicht trocken, das spürt man schon. Macht die auch hier unten hin, wo die Nase zum Beispiel hier, da habe ich immer so Mitesser, kennt ihr das, so schwarz. Und ich habe mir ja noch so einen Sauger gekauft in Deutschland, den wollten wir noch mal ausprobieren. Ne? Ich habe mich da noch nicht angetraut, weil prompt habe ich mir das Ding gekauft. Sehe in einem Video, wie gefährlich das auch sein kann und habe dann auf einmal gedacht, ach du grüne Neune, was hast du dir denn da gekauft? Ne? Ja. Jo, mal gucken. Also meine Haare, ich habe mir ein neues Dings gekauft, ein Haarspray hier. Das zeige ich euch mit in dem Rossmann Hall. Wir waren gestern einkaufen, da habe ich alle auf Instagram mitgenommen, also nicht beim Einkaufen, aber hinterher den Hall habe ich schnell für Instagram gleich so live gezeigt und da sind noch zwei Produkte dabei, ein Haarspray, neues Make-up. Jo, ich kann die aber glaube ich jetzt auch abnehmen. Da ist noch ein bisschen Restfeuchtigkeit drauf. Ist jetzt nicht ganz so interessant für das Video. Ihr könnt die zu Hause gerne länger drauf lassen. Ihr könnt euch damit auch hinlegen und von mir aus auch die LED-Maske drüber machen von Curren Body. Da habe ich im Übrigen auch noch einen guten Tipp für euch, was ich jetzt neuerdings immer mache. Und den kann ich euch ja eigentlich gleich mal mit hier reinbauen. Wartet, ich hole mal die Maske. So, jetzt habe ich euch das mal geholt. Im Übrigen finde ich immer noch diese Ladeschale total cool hier. Ihr habt da hinten auch diesen USB-Stecker. Aber wie gesagt, ich benutze die jetzt also nicht nur, das könntet ihr rein theoretisch auch machen, dass ihr sagt, ihr nehmt so eine Maske auch hier, wenn ihr so zum Beispiel eine Maske von, hier diese Vitamin C Maske von Garnier jetzt auftragt. Das könnt ihr gerne machen. Was ich aber entdeckt habe, ist, ich gebe mir die immer danach noch ein zweites Mal, mache ich die an und setze mir die hier rüber. Schaut mal. Und hier laufen doch auch die Fältchen an der Lippe lang und hier unten. Und auch hier an der Seite. Und dann mache ich diese 3 Minuten, weil das ja diese unheimlich intensive Rotlichtstufe hat von, oh Gott, was habe ich euch denn gesagt, waren das 800 Nanometer? Ich hatte es euch im Video erzählt. In dem einen Vlog habe ich euch erzählt, wie viel das funktioniert.
Ich kann euch das gerne nochmal unten mit reinsetzen und schreibt das kurz drunter, die Werte was, weil die ist wesentlich stärker. Die braucht nämlich nur 3 Minuten und ist was für Leute, die sagen, Mensch, ich brauche nicht so eine ganze Gesichtsmaske. So viel Falten habe ich noch nicht. Für mich reicht das so um die Augen rum. Ne? Dafür ist die optimal. Ich hatte euch ja da auch ein Video drunter gesetzt, dass ich bis Dezember noch diesen Rabattcode von 35 Euro habe mit Astrid 35. Und wer da also immer noch zuschlagen möchte zur Weihnachtszeit, kann das gerne tun. Ansonsten, ich lege mir die jetzt auch immer noch 3 Minuten hier unten hin. Und das hätte ich jetzt machen können, zum Beispiel das nächste Mal, wenn ich die Maske wieder alleine mache für mich oder so, setze ich die einfach hier noch drüber. Und das kann man gut machen, weil Cure & Body bietet ja auch eigene Masken an und Serien, die man vorher unten drunter machen kann. Eine Augencreme mit Grünteeextrakt gehört ja eigentlich auch mit in das Set rein und das könnt ihr vorher auftragen und dann die Maske aufs Gesicht. Aber das hier ist nochmal ein heißer Tipp gegen diese Lippenfältchen hier ringsrum und wirkt dann da natürlich genauso intensiv wie schön um die Augen rum. So, das wollte ich euch sagen. Jetzt mache ich die erstmal gleich sauber in der Küche. Da gehe ich dann immer nur mit einem feuchten Lappen drüber. Muss mal gucken, geht die eigentlich aus, wenn man länger drückt? Ja, die geht sogar wieder aus. Die kann man ausmachen. Seht ihr, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Was mache ich, wenn zum Beispiel die Maske vorher ausgehen soll? Ja, das wollte ich euch nur nochmal sagen. Legt euch die, wenn ihr sowas habt oder auch sowas Ähnliches habt, keine Ahnung. So eine Augenmaske, legt die einfach um die Lippen nochmal rum. Oh, ich bin total glitschig. Ich kriege das nicht mehr drauf. Also das Serum werde ich mir für heute Abend aufheben. Ich kann euch jetzt natürlich auch nicht zeigen, das ist ungefähr, also ist nicht so viel wie bei den anderen Masken gewesen, aber für eine gesamte Gesichtsbehandlung nochmal sage ich für heute Abend, bevor ich ins Bett gehe, ist da auf alle Fälle noch drin. Das ist richtig flüssig, das steht hier unten drin. Also nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern es ist echt viel. Und hier, das ist auch noch feucht und ich schätze mal, ihr könnt die auch eine halbe Stunde drauf lassen. Da ist richtig ganz viel Feuchtigkeit drin. Gebt das auch gerne mal, gerade Vitamin C, Pigmentflecke. Gebt das hier über euren Handrücken und seht ihr schon, wie das glänzt. Da ist noch richtig, richtig viel dran. Und macht da eure Hände, Unterarme mit und man könnte jetzt auch noch hier an den Hals lang gehen, sich den Rest da auftragen. Also die ist wirklich extrem gut getränkt. Also wenn ich das nächste Mal nach Vegamur fahre, werde ich mir davon, wenn die noch welche haben, also bestimmt noch mal 2, 3 Stück mitnehmen. Ich habe auch 1,95 hier bezahlt, also mehr nicht. Es war jetzt nicht teurer wie in Deutschland. Ne? Im Gegenteil, hier sind ja manche Dinge dann etwas günstiger aufgrund der Lohnverhältnisse, die hier herrschen. Seht ihr das? So schön ist sie. Also ich muss sagen, so vom ersten Auftragen. Pflege, natürlich kann euch dazu jetzt nicht sagen, was passiert regelmäßig angewendet mit euren Pigmentflecken, was passiert mit dem Kollagen, aber ihr seht ja, ich pflege generell sehr gut meine Haut und immer ist bei mir Vitamin C von Beauty Mates im Einsatz und. Aber diese Maske, die finde ich richtig toll und guckt euch mal mein Gesicht an, wie schön durchfeuchtet das ist. Das ist hier richtig alles noch glitschig und kann man hier auch schön unter die Augen noch verteilen. Genau, jetzt habe ich es weggetan. Ich hätte hier nochmal unter die Augen gehen können. Könnt das auch schön einklopfen nochmal, wenn ihr das mögt. Das ist auch unterschiedlich. Ich habe letztens erst gelesen, das hier könnt ihr euch sparen. Das ist mehr oder weniger vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Wellness, aber das bringt euch nicht wirklich denn das Produkt rein. Entweder arbeitet ihr euch das ein, nehmt euch vielleicht sogar, ich muss mir einen neuen Needle-Roller anschaffen. Ich habe hier keinen, ich habe den zu Hause vergessen. Ich will mal gucken, ob ich hier einen finde und dann kann man das auch unter Umständen, wer das möchte, einniedeln. Ich niedele grundsätzlich nur mit Dr. Ohne, mit dem Serum. Damit kann ich auch unbedenklich niedeln, ohne dass vielleicht noch sonst irgendwelche Inhaltsstoffe mit drin sind. Aber vielleicht würde ich es auch hier mal machen. Also ich bin generell da ein bisschen schmerzfreier. Ich sehe das dann immer nicht so eng und ja. So, meine Lieben, das war das Video. Vitamin C Garnier Skin Active Maske. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ist für mich zumindest ein Nachkaufprodukt, weil sie wirklich extrem Feuchtigkeit spendet, weil sie richtig gut getränkt ist, weil sie innen drin wenig Verpackungsmaterial enthält, weil sie Hyaluronsäure noch mit enthält und weil sie wirklich die Haut schön durchfeuchtet. Und ich gebe jetzt gar kein Serum mehr auf. Also ich brauche kein Serum mehr. Das ist auch nicht nur eine wässrige Konsistenz. Ich habe das Gefühl, als wäre hier so ein bisschen Glycerin drin. Viele mögen ja von euch sehr, sehr, sehr gerne Glycerin. Und von daher ist sie auch sehr, sehr geschmeidig auf der Haut. Also da kann ich im besten Falle noch ein bisschen was
Augencreme auftragen und ich gebe natürlich noch ein bisschen was hier von meinem Augenlifting Booster von Beauty Mates mit unten drunter. Das mache ich auch immer, egal was ich auftrage. Und dann kommt nur meine Tagespflege obendrauf. Mehr brauche ich dann heute nicht, weil Hyaluronsäure und extreme Pflege und Vitamin C habe ich ja jetzt alle schon drin, dann reicht das. So, das war's, meine Lieben. Ich freue mich, wenn ihr eingeschaltet habt und zugeschaut habt bis zum Ende. Wir starten die Woche noch gut durch. Das Wetter gibt es einfach jetzt her. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Abo freuen und natürlich einen Daumen hoch. Ciao.